Heute spreche ich mit dem Lars Dietrichkeit von Innovafon zu einem ganz anderen Praxistipp, weil wir reden über die offene, deutsche, eierlegende Wollmilchsau. Das wird heiter. Lars, ihr baut immer noch Hardware. Wer kauft das? Ja, es gibt immer noch so ein paar Kunden, die finden es einfach ganz schön, etwas zu kaufen. Also überhaupt noch was zu kaufen, weil ich jetzt gerade Geld habe und das kann ich ein paar Jahre nutzen. Es bleibt trotzdem aktuell. Und hier ist diese eiermilchlegende Wollmilchsau. Mit sowas sind wir groß geworden. Also wirklich eine Appliance, wo alles drin ist, was ich brauche, bis hin zu Videokommunikation und allem. Das Ding braucht keinen Strom. Das Ding kann ich mir vor Ort hinstellen. Und das finden viele auch gut. Auch wenn ich das natürlich auch aus der Cloud kriegen kann, wenn man das will. Wie viele, also Telefon und Co. habt ihr alles da drauf? Welche weiteren Anwendungen gibt es da? Also was habt ihr da noch im Portfolio? Also serienmäßig kommen so Dinge wie Voicemail, Faxserver, Contact Center, was auch immer. Da gibt es überall eigene Apps für, die man ganz einfach nutzen kann. Übrigens auch hier so auf dem Smartphone. Das ist das eine, aber man kann damit auch ein CRM nutzen, man kann damit seine Entwicklungsprojekte managen, das tun wir intern auch, oder Reisekosten buchen, also alles, was ich für den Alltag brauche, kann ich mir in diese eine hübsche Oberfläche einbauen und neben der Telefonie eben nur ein Framework zu haben, wo ich alles mit nutzen kann. Also ihr nennt das My Apps, das hast du mir im Vorfeld verraten. Wie bietet ihr das im Markt an in Deutschland und der restlichen Welt? Wir arbeiten ausschließlich über Partner, das heißt, die Partner betreuen dann letztendlich die Kunden, hören sich an, was für eine Lösung möchte der Kunde gerne haben. Und dann kann man das Kernsystem nehmen und peu à peu Bausteine da reinbringen, sodass man hinterher wirklich die Oberfläche haben möchte, bekommt, die man haben möchte als Kunde. Und um das Ganze mit weiteren Apps zu betanken, habe ich die Möglichkeit, aus einem Store ganz viele andere Anwendungen noch dazu zu packen, die ich eben brauche, um meine professionelle Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass ich sie nutzen kann. Sehr charmanter Ansatz, quasi die Cloud selber betrieben mit weiteren Erweiterungen. Ich freue mich drauf. Wer mehr dazu lesen möchte, unten drunter, wie immer, könnt ihr die Infos und die Links finden. Lars, vielen Dank. Viel Spaß damit. Danke dafür.